Andrea. Also, zu Beginn unseres dritten Medienlabors, das ich hiermit eröffne, möchte uns Ines Pohl, Chefredakteurin der Taz, begrüßen, und zwar als Hausherrin und Bauherrin für ein größeres Taz-Gebäude. Ihr werdet schon noch nachher sehen, was wir da brauchen und weshalb es nötig ist, dass es gebaut wird. Also, Ines und die Taz sind Mitveranstalterinnen des Medienlabors, des diesjährigen, und bitte Ines. Ja, herzlichen Dank, liebe Frauen, liebe Männer. Wie müsste eigentlich die Schlagzeile heißen, damit ein Text über die heutige Veranstaltung gelesen, geklickt, geliked und geshared würde, habe ich mir überlegt. Die Boulevardisierung der Medien und die Verantwortung der Journalistin. So ist jetzt diese Veranstaltung heute überschrieben, dieses Medienlabors. Für die Veranstaltung funktioniert es offensichtlich. Der Laden ist schon voll und wird noch voller. Aber über einen Artikel, wenn da wirklich stehen würde, die Boulevardisierung der Medien und die Verantwortung der JournalistInnen. Als Chefredakteurin der Taz, die sich ja auch immer augenzwinkernd gern so ein bisschen als linkes Boulevardmedium begreift, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, was ich wohl drüber schreiben würde über die Veranstaltung, damit die Texte eben gelesen, geklickt, geliked und geshared würden. Ich dachte, die Frauen lassen die Hosen runter. Das ist irgendwie aber auch doof. Verschwesterung von Taz und Bild. Bild geht aus unserer Perspektive irgendwie immer. Aber wollen wir das wirklich? Seelenstriptease in der Chefetage. Es würde sicher funktionieren, hätte jetzt aber mit der Veranstaltung natürlich eigentlich gar nichts zu tun. Vielleicht fällt uns ja heute Abend irgendwas ein, nach der Veranstaltung, wie wir die Veranstaltung überschreiben würden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute in der Taz, in unserem alten, noch vorhandenen Tazhaus, den Tag gemeinsam erleben würden. Und werde ganz zum Schluss wirklich nochmal fragen heute Abend, wie hätten wir denn den Tag überschrieben? Ich glaube, wir können heute schon sagen, dass wir auf jeden Fall sagen werden können, das war ein geiler Tag. In diesem Sinne viel Spaß und gute und interessante Unterhaltung. Also Dankeschön. Alle Ideen bei Ines Pohl abgeben. Ja? Also, Andrea Ernst. Andrea, du bist die Nächste. Andrea ist stellvertretende Abteilungsleiterin im WDR und Vorsitzende des Journalistinnenbundes und als solche unsere Dauerschirmherrin des JB Medienlabors. Bitte, Andrea. Oh, das ist eine wunderschöne Formulierung, Dauerschirmherrin. Das nehme ich gerne an. Ja, ich freue mich riesig im Namen sozusagen der Veranstalter und vor allem natürlich auch aller Kooperationspartner, dass wir um 15 Uhr schon so gut gefüllt sind. Das wird wohl so weitergehen. Das Thema brennt. Der Titel würde uns natürlich tatsächlich nicht aufs Schnelle locken. Ich freue mich, dass wir heute hier diskutieren können und vielleicht auch streiten können um das, was auch dem Journalistinnenbund sehr am Herzen liegt. Wer ihn nicht kennt, natürlich wie immer die Aufforderung, gerne bitte klicken über unsere Homepage, zu sehen auch, wie wir strukturiert sind. Wir sind etwa 500 organisierte Frauen aus den Medien, aus allen Bereichen, organisiert ein bisschen teilweise regional, aber auch in Arbeitsgruppen. Eine dieser Arbeitsgruppen erleben Sie hier mit immer dem Schwerpunkt, was unser Ziel ist, Frauen und Medien an der Schnittstelle genderspezifisch zu gucken, zu diskutieren, voranzutreiben, aber auch ganz praktisch gucken, was passiert mit den Frauen in den Medien, wie sehen die Führungspositionen aus und Ähnliches. Wir haben Gott sei Dank viele Kooperationspartner, generell und heute auch ganz besonders nochmal danke an die Taz, dass wir hier sein dürfen und an natürlich Ines Pohl auch persönlich. Ganz großes Danke an die Gunda Werner, an das Gunda Werner Institut und an Gitti Henschel. Sie haben die ersten zwei Medienlabore auch schon so wunderbar
begleitet und mit uns begangen und diskutiert. Dafür großes Danke. Und dieses geht natürlich vor allem auch an unsere Förderer oder an die Förderer dieser Veranstaltung. Wir haben keine offizielle, als Journalistinnenbund, keine offizielle Förderung. Wir müssen für unsere Themen immer wieder werben und bei den Institutionen, Organisationen um Unterstützung ansuchen. In diesem Fall ist es wieder das Familienministerium. Hier ein herzliches Danke an Julia Leiditz, die noch nicht da ist, aber die kommen wird. Und an den Förderer, die Otto-Brenner-Stiftung. Und großes Dank auch an die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Ich glaube, Herr Fischer ist schon hier. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Bundesministerium. Noch das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen. Ich habe einfach verkürzt, Entschuldigung. Die Journalistin korrigiert richtig. Ich habe es einfach auf Bundesfrauenministerium verkürzt. Es hat einen weitaus längeren Namen. Ja, ich persönlich, wer ein bisschen guckt bei uns, weiß, mein an sich beruflicher Hintergrund, dies alles ist ja Ehrenamt, ist der WDR. Und wie man an meiner Sprache hört, fühle ich mich heute diesem Thema nicht nur beruflich und journalistisch verbunden, sondern auch biografisch. Denn am Akzent hört man es, ich bin Österreicherin und komme also aus dem Land mit der stärksten, erfolgreichsten und einflussreichsten Zeitung der Welt. Dem Land der neuen Kronenzeitung. Ich glaube, es kann sich hier niemand vorstellen, was es bedeutet, in diesem Land groß zu werden und mit dieser Zeitung groß zu werden. Einer Zeitung, die etwa 3 Millionen Lesern pro Tag gelesen wird, bei nur 8 Millionen Einwohnern. Das muss man sich immer vorstellen. Das entsprach etwa vor 10 Jahren einer Reichweite von fast 45%. Ja, Sie wissen, was das bedeutet. Ja, genau, die Taz arbeitet daran, finde ich großartig. Bisher leider schafft das keine andere Zeitung auf dieser Welt. Dr. Alt, den wir ja dann heute noch hören, wird sicher ausführlich dazu berichten, was das bedeutet. Was bedeutet das aber biografisch, wenn man in diesem Land mit dieser Zeitung groß wird? Ich kann mich gut erinnern, dass ich es quasi, ich spüre es noch heute, wie es sich anfühlt, wenn dieser Geruch und der Atem des Ressentiments sich über das Land legt. Ich war damals Schülerin, ich war Studentin. Es war die sogenannte Stimme des kleinen Mannes. So bezeichnet sich im Übrigen die Kronenzeitung selbst, die ich in jedem Kleidungsstück und in jeder Hautfalte spürte. Eigentlich ist es falsch, von diesem Geruch des Ressentiments zu sprechen, allein in Bezug auf die Kronenzeitung, nämlich das Entscheidende ist, dass sie, diese Zeitung, etwas aufnahm und aufnimmt, was die Leute dachten und leider auch heute noch oft denken. Sie sprach und spricht das aus, was man für die Stimme des Volkes hält. Populismus pur, wenn es um Frauen, um Juden und um Ausländer geht. Und ohne Wimpernzucken wird kampagnenartig von der Abartigkeit, von der Absonderlichkeit und von der Überfremdung geschrieben. Worte, die wir eigentlich aus einer ganz anderen Zeit kennen. Das ist sozusagen der Duft, den man leider in Österreich noch immer mit etwas sinkenden Auflagenzahlen, das lässt hoffen, atmet, tuschelt, raunt und ruft. Es lässt sich kaum vermitteln, was es bedeutet, in diesem Klima groß zu werden und gleichzeitig immer wieder, auch tagtäglich, wie in einem Spiegel, diese Zeitung zu sehen, die Stimme eines für mich immer auch wild gewordenen Kleinbürgertums wiedergibt. Diese Erfahrung mit kampagnenartigem Populismus hat sicher dazu beigetragen, dass ich selbst Journalistin wurde. Ich wollte es anders machen. Journalistische Arbeit mit Verantwortung verbinden. Damit sind wir beim heutigen Thema, das ich hiermit eröffne. Und jetzt hoffe ich einfach auf ganz spannende Diskussionen. Und danke für diese Aufmerksamkeit für den biografischen Ausflug. Ja.
Als dritte Mitveranstalterin ist bei uns Kitty Henschel. Wir haben ja schon gehört, sie fördert zum dritten Mal unser Medienlabor. Sie ist Geschäftsführerin des Gunda-Werner-Instituts in der Heinrich-Böll-Stiftung. Bitte, Kitty. Ja, guten Tag nochmal alle zusammen. Ich freue mich besonders, dass wir das jetzt auch mit der TAZ noch zusammen auch machen konnten. Auch aus biografischen Gründen kann ich dann gleich anknüpfen, weil ich jetzt zwar Gunda-Werner-Institutsleiterin bin für Feminismus und Geschlechterdemokratie, möchte ich dazu fügen, weil das mein besonderes Anliegen ist. Aber ich gehöre ja auch mit zu den TAZ-Gründerinnen und deshalb finde ich es natürlich ganz klasse, dass wir hier in diesen Räumen jetzt heute auch tagen. Als wir damals die TAZ gegründet haben, war ja auch immer so ein bisschen eine linksradikale damals Tageszeitung, auch mit so der Blickrichtung Boulevard und gleichzeitig die Frage, geht es überhaupt? Damals also so kurz, knapp, prägnant, einprägsam oder leicht konsumierbar Bericht zu erstatten. Also wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das geht gar nicht, wenn es auch noch gesellschaftskritisch aus meiner Perspektive auch damals mehr oder weniger feministisch sein soll, also auch Zusammenhänge herstellen soll und wie kann das eigentlich sein. Inzwischen ist die Diskussion und Debatte weitergegangen. Ich bin sehr gespannt. Ich beobachte selbstverständlich als Gunda-Werner-Institut, wir beobachten ganz stark, was passiert eigentlich in den Medien in Bezug auf Berichterstattung, gerade auch, wenn es um emanzipative Ansätze geht, wenn es um frauenpolitische Fragen geht, wenn es aber auch um gesellschaftspolitische aus einer feministisch-kritischen Perspektive geht, wo stehen wir da eigentlich? Und ich finde, wir stehen im Moment nicht sehr gut da. Der Boulevard, denke ich, trägt dazu bei, auch bestimmte Klischees und Retraditionalisierungen weiter fortzusetzen oder neu aufleben zu lassen. Ich bin gespannt, sehr gespannt, wie das heute hier diskutiert wird und wünsche uns allen neue Erkenntnisse und vielleicht geht es dann ja doch mit Boulevard nicht mehr geht durch Frauenpower oder was weiß ich, keine Ahnung. Kurz zum JB Medienlabor. Im Frühjahr 2013 haben wir in Hamburg begonnen, an der Akademie für Publizistik mit der Veranstaltung Die Macht der Konzern- und Verlagserbin. Im Herbst 2013 folgte Journalistinnen in der Kriegs- und Krisenberichterstattung und heute ist unser Thema Boulevardisierung der Medien. Wer ist das JB Medienlabor? Ich bitte die Beteiligten einmal kurz aufzustehen. Helga Kirchner, Silvia Keil, Eva Kohlrusch, Rosi Mieder, die ist, glaube ich, jetzt noch draußen, Regine Münder und Dimut Röther. Und mein Name ist Sibylle Plockstedt, ich gehöre auch dazu. Einige kennen mich vielleicht noch aus Courage-Zeiten. Ich führe euch heute durch das Programm. Ab 18 Uhr moderiert dann Helga Kirchner. Die Arbeitsgruppen, die dann folgen im Anschluss an das Podium, werden von den eben genannten Mitgliedern des Medienlabors moderiert und gruppieren sich um die einzelnen Teilnehmerinnen des Podiums. Also sozusagen, es sind personalbezogene Arbeitsgruppen. Für mich ist das, wir haben ja jetzt auch ein bisschen autobiografisch angefangen, ist das Jahr, der Boulevard stammt für mich das Thema aus dem Jahr 68, das ist jetzt 46 Jahre her, mit der Überschrift, schaut euch diese Typen an. Und am 7. Februar 68 die Überschrift, man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und den Wasserwerfern überlassen. Die Folge war am 11. April 68 das Attentat auf Dutschke. Das Profil, gezeichnet auf den Kudamm, erinnere ich immer noch sehr gut. Dutschke war dann jahrzehntelang krank, selbst der Tod 1979 war noch eine Spätfolge des Attentats. Die Rache der Studentenbewegung, ein Angriff auf das Springerhaus, Hochhaus war es damals, so hoch ist es gar nicht, und brennende Auslieferungswagen. Ich habe das auch gesehen damals. Die Waffe dafür allerdings lieferte, wie sich ja später herausgestellt hat, in Form der Molotow-Cocktails ein Agent des Verfassungsschutzes. So zumindest ist es überliefert. 1968
schien uns die Macht des Konzerns unerreichbar. Immerhin, die Anti-Springer-Kampagne hatte etwas Erfolg, es gab eine gewisse Entflechtung. Heute aber ist allein Google 20-mal, der Gewinn von Google 20-mal so hoch wie der Gewinn der Axel Springer AG. Das heißt, wir müssen auch neu darüber nachdenken. Heute treibt uns nicht so sehr der Kampf um die Enteignung an, des Springer-Konzerns, sondern die Sorge um die Zukunft der Medien überhaupt. Die Springer-Kampagne begann übrigens bereits am 1. Februar 1968, also vor dem Lutschke-Attentat. Sekretär der Kampagne war damals der Schriftsteller Peter Schneider. Finanziert wurde die Kampagne von Bucerius und Augstein, also den Konkurrenten von Springer. Das muss man vielleicht auch immer mit im Blick behalten. Denn die 68er, sprich der SDS, waren eigentlich ursprünglich boulevardaffin. Der Republikanische Club hatte das Ziel, ein Extrablatt herauszugeben. Das gab es auch in einigen Ausgaben und es wurde am Kudamm verteilt, am Boulevard. Die 68er wollten nur die Manipulation der geheimen Verführer, wenn ich mal das alte Buch, den alten Buchtitel von Vance Packard zitieren darf, ausschließen. Wir wissen auch, dass aus dem Extradienst später anderes wurde, dass noch ganz andere Mächte dabei waren, auch die Stasi mal wieder. Aber dieser Faden soll jetzt hier nicht aufgegriffen werden. Die Vision eines guten Boulevards aber wollen wir heute aufnehmen und fragen, ob es den geben kann. Wir fragen uns, welche Seiten kann der Boulevard haben? Er kann sehr witzig sein. Das hat die Taz von ihm abgeguckt, eindeutig. Wer hätte nicht auch über die Bild-Headline "Wir sind Papst" gelacht? Oder über all diese Headlines, die uns erspart wurden durch die Einheit. Das waren ja doch auch vielleicht ganz wichtige Beispiele. Boulevard wird wahrgenommen, auch wenn man ihn nicht regelmäßig liest. Er kann Dinge einfach auf den Punkt bringen, sodass Menschen ihn verstehen. Er könnte auch in Zeiten des Internets ökonomisch tragfähig bleiben, wenn uns nicht der Tod der AZ belehrt hätte, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Boulevard kann emotionalisieren, das kann, aber das muss nicht schlecht sein. Er muss nicht frauenfeindlich sein, wenn ernsthaft jemand daran geht, ihn zu entmackern, wie Marion Horn, Chefredakteurin der Bild am Sonntag, die ja nachher auch noch kommt, es ausgedrückt hat. Die Emotionalisierung im Internet ist längst umfassender, schneller und vielfältiger. Und das Mobbing dazu ungesteuert. Es gibt niemanden, der Halt sagen kann. Heute wollen wir einige dieser Fäden aufgreifen. Zum Beispiel die Frage nach einer feministischen Perspektive. Und dazu hören wir Professor Elisabeth Klaus von der Universität Salzburg, die uns schon viele spannende Bücher über Journalismus beschert hat, über Männer- und Frauenbilder in den Unterhaltungsserien des ORF, über kommunikationswissenschaftliche Geschlechterforschung und last and not least über lesbische Journalistinnen. Elisabeth Klaus hat ihren Lehrstuhl seit 11 Jahren. Vorher hatte sie Gastprofessuren in Wien, Klagenfurt, Irland, eine Vertretungsprofessur in Hamburg und auch Dortmund hat sie nicht ausgelassen, da hat sie ihre Assistenzzeit gemacht. Ihr Thema, nichts als Boulevard, Fernsehunterhaltung zwischen Quality und Trash. Liebe Elisabeth Klaus, wir freuen uns und darauf, was wir heute Neues erfahren zum Trash und zum Feminismus im Boulevard. Kommt gleich Neues. Ach so, okay, danke. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank, Sibylle, für die sehr freundliche Einleitung und danke auch an den Journalistinnenbund, der mich eingeladen hat und ich bin auch sehr gern gekommen. Jetzt muss ich auch was ganz Kurzes Biografisches sagen. Ich bin ja in Salzburg und das heißt, ich habe sozusagen den umgekehrten Weg gemacht und als Erwachsene bin ich von Deutschland nach Österreich gegangen und ich muss sagen, dass es trotzdem die Krone für mich ein Medium ist, das aufregt, aber auch anstachelt. So ist es ja. Okay, gut, also nichts als Boulevard.
begeben wir uns also auf den Boulevard. Und ich würde darum bitten, weil ich selber die Folie nicht sehe und nicht jedes Mal hochgucken möchte, dass Sie mir vielleicht sagen, wenn ich ja, nicht mehr synchron bin, wenn Sie das merken. Okay, sehr gut. Also, begeben wir uns auf den Boulevard. The Gazette was lying folded on the seat beside me. One of the two London evening papers that a man of taste may peruse without humiliating himself. How appetizing a morsel. This sheet, new and smooth from the press, this sheet written by an ironic, understanding, small band of men for just a few thousand persons like me, ruthlessly scornful of the big circulations and the ideals of the people. Das Zitat ist der 1907 erschienenen Erzählung The Death of Simon Fudge des englischen Erzählers Arnold Bennett entnommen. Es gibt die Gedanken eines Mannes wieder, der auf der Zugreise darüber resoniert, dass er nur noch zwei Zeitungen lesen könne, ohne sich zu schämen und zu blamieren. Den gehobenen Londoner Abendzeitungen, schon am Papier erkennbar, Qualitätsmedien, stellt er die Massenblätter gegenüber. Er, der Leser, der von klugen Männern nur für wenige tausend Männer wie ihn geschriebenen Zeitung, ist sich bewusst, dass sein Geschmack ihn aus der Masse heraushebt. In demselben Maße, wie er die Gazette so außerordentlich liebevoll beschreibt, verachtet er die Massenblätter, Idols of the People, Publikumslieblinge der Leute. Die Massenblätter, The Big Circulations, die Arnold Bennett hier erwähnt, sind zweifellos Boulevardzeitungen. Zeitungen, die auf der Straße dem Boulevard verkauft wurden. Bei näherer Betrachtung ist das ein seltsamer Name, denn die Boulevards entstanden als Prachtstraßen, wie etwa die Wiener Ringstraße, die Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und noch einmal die ganze Grandiosität des Habsburgreiches zeigen sollte. Die Boulevards waren als Flaniermeilen prinzipiell allen Bürgern und Bürgerinnen zugänglich. Auf der Wiener Ringstraße erhielten die Museen, Theater, Cafés, auch das Parlament, das ist hier, das Rathaus und die Universität ihren Platz und haben ihn da ja auch noch. Jedoch, auch wenn auf der Prachtstraße prinzipiell alle flanieren konnten, so gab es doch offene und verdeckte Hürden des Zugangs. Verdeckte, weil im Alltag des Boulevards das männliche Bürger- und Großbürgertum dominierte, Klassen- und Geschlechterschranken überaus deutlich sichtbar waren. Nur manchmal änderte sich das, etwa bei Demonstrationen und Streiks, so am 11. März 1912, als die Frauen gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung auf der Ringstraße demonstrierten. Und wir haben das natürlich auch 100 Jahre später, 2012, gemacht und damit erstmals dem Internationalen Frauentag als Kampftag der Arbeiterinnen und als Kampftag für Frauenrechte ein Gesicht gab. Offene Hürden bestanden im Hinblick auf den Zugang zu vielen Gebäuden der Ringstraße, weil die dritten Stände und die Frauen beispielsweise im Parlament und auch an den Universitäten zu der Zeit noch gar nicht zugelassen waren. Das hat sich in den letzten 100 Jahren geändert, aber nicht vollständig. Als vor 4 Wochen im österreichischen Parlament ein Symposium zum Thema Frauenmedienkrieg stattfand, wurde die eine Männertoilette direkt beim Hohen Haus umgewandelt, praktischerweise in eine Frauentoilette. Die Nationalratspräsidentin wie die Frauenministerin erwähnten in ihren Begrüßungsworten, welch erfrischender Anblick es sei, einmal vor überwiegend Zuhörerinnen zu sprechen. Warum erwähne ich das alles? Aus 2 Gründen. Zum einen, weil der Boulevard per se gar nichts Negatives darstellt. Und ich fand das sehr schön, wie Ines Pohl gesagt hat, wir sind der linke Boulevard, sicher auch mit ein Stück Ironie, aber schon auch treffend, sondern einen im Prinzip allen Einwohnern einer Stadt zugänglichen öffentlichen Raum markiert hat. Und zum anderen, weil sich hier zugleich die Klassen- und Geschlechtertrennungen der Gesellschaft besonders deutlich widerspiegelten. Der Boulevard konnte nicht demokratischer sein als die Gesellschaft und diese wurde vom männlichen Bürgertum beherrscht. Aus dieser Ambivalenz, meine ich, können wir einiges lernen für unser heutiges Thema. Einiges erfahren über Medien und Journalismus und für Medien- und Journalismuskritik.
auch für den Beginn des 20. Jahrhunderts kann zweifellos von einer Boulevardisierung der Medien gesprochen werden. Das Aufkommen der von Bennets Protagonisten verachteten Massenpresse bedeutete aber neben Sensations- und Skandalberichterstattung auch, dass bisher davon ausgeschlossene Gruppen nun Zugang zu den Nachrichten und den Ereignissen der Welt erhielten. Die vermeintlich seriösen Zeitungen hingegen waren fast noch in Gänze von Männern für Männer gemacht, die ihre Zeitungsvorlieben als Distinktionsmerkmal nutzten und mit dem Qualitätssiegel belegten. Die Unterscheidung zwischen seriösen Blättern, Programmangeboten und Boulevardmedien, schlechtem und gutem Journalismus, hat also eine ganz lange Tradition und diese weist eine sehr deutliche Geschlechterdimension auf, ist Produkt der vermeintlich getrennten Lebenswelten, der vermeintlich großen Differenz zwischen Männern und Frauen, die ersteren eben Beruf und Öffentlichkeit zugestanden und letzteren die Arbeit im Familie und Haus zuwies. Diese Tradition begründet nun meine zentrale These, die ich dann weitergehend erläutern möchte. Der Begriff der Boulevardisierung, wie auch die damit bezeichneten Medienentwicklungen, sind unter feministischer Perspektive stets ambivalent und kritisch zu hinterfragen. Boulevardisierung, das klingt nach schlechtem Journalismus, nach simplen Botschaften und grenzenloser Unterhaltungsorientierung, nach Bild- und Kronzeitung. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein zu grobschlächtiges Bild und das ist heute ein zu grobschlächtiges Bild. Wenn es stimmt, dass die Medien, insbesondere das Fernsehen, heute die Rolle des Boulevards der europäischen Metropolen übernommen haben, dann sollte uns das zum Nachdenken anregen über die vorherrschenden Urteile der Medienkritik wie auch der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Nachdenklich sollte uns machen, wenn dabei das Bild eines goldenen Zeitalters der umfassenden Information und guten Unterhaltung impliziert wird. Dass die feministische Medienkritik doch zu Recht aufgrund der Annihilierung und Trivialisierung von Frauen kritisiert und gebrandmarkt hat. Nachdenklich sollte uns machen, wenn zum Beispiel der Kommunikationswissenschaftler Siegfried Weichenberg die derzeitigen Veränderungen als schreiende Markerisierung des Journalismus fasst und damit einen direkten Bezug zur sogenannten Feminisierung der Medienberufe herstellt. Im Folgenden möchte ich am Beispiel zweier narrativer und serieller Programmangebote des Reality-TVs und der sogenannten Qualitätsserien die Notwendigkeit des Nachdenkens begründen und im Weiteren dann einige Überlegungen dazu anstellen, wie eine Medienkritik unter feministischem Blick, unter feministischer Perspektive aussehen könnte. Verlässt man sich auf die Fernsehkritik, dann könnten Reality-TV und Qualitätsserien nicht unterschiedlicher sein. Zunächst zum Reality-TV. Sendungen des Reality-TV werden regelmäßig als Trash klassifiziert. Sie firmierten in der Debatte um das sogenannte Unterschichtenfernsehen als Beleg par excellence für schlechten Geschmack. So etwa Hans-Ulrich Jörges im Stern: Der Proletenguckkasten scheint zum Leitbild der Privaten geworden zu sein. Ganzkörpertätowierte Kretins und busenfixierte Silikonpuppen, beobachtet beim suppekochenden Kampf um ihre Frau, beim erektionsfördernden Wannenbad, die Erektion draußen habe ich mir auch angeguckt, zu zweit oder bei der ego-polsternden Brustvergrößerung. Das einstmals innovative Reality-TV treibt ab in die Gosse. Ganz ähnlich Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung, und es ist sozusagen beliebig herausgegriffen aus vielen, vielen ähnlichen Zitaten. Unterschichtenfernsehen ist Tätowierungen haben, keine Arbeit haben, sich die Fußnägel lackieren und sich dabei laut die Frage stellen, ob man sie sich mal wieder schneiden soll. Sich die Nägel schneiden vor der Kamera. Das kommt öfter vor bei Big Brother, das live auf Premiere zu sehen ist und in Zusammenfassungen bei RTL 2, dem Kernsender der sogenannten Unterschicht. Im Unterschichtenfernsehen werden Unterschichtler von Unterschichtlern gesehen. Das ist widerlegt von der Forschung, aber sie schauen gern Talkshows und Reality-Serien. Sie informieren sich eher bei RTL aktuell als bei der Tagesschau. Sie sehen anders fern als die Reisenden im Wagen 28, also er resoniert darüber im ICE. Sie sind anders. Nicht zufällig erinnert das an die Verachtung, die Bennets Protagonist für die Massenblätter hat und für die Menschen, die diese kaufen. Selbst die Zugmetaphern ähneln sich.
Ohne Zweifel gehört das Reality-TV zum Boulevardprogrammangebot des Fernsehens. Formate wie Big Brother, Heidi Klums, Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar oder das Dschungelcamp wurden zu internationalen Medienereignissen mit großen Reichweiten. Auch weil manche dieser Sendungen heftige Debatten über Medien und die Entwicklung der Medien ausgelöst haben. Immer neue Formate und Subgenres erreichen den Markt. Unter Reality TV subsumieren wir heute so viele und so unterschiedliche Sendungen, dass es sehr schwer fällt, genau zu bestimmen, worum es dabei geht. Reality TV is a catch-all category that includes a wide range of entertainment programs about real people, definiert die englische Medienwissenschaftlerin Annette Hill, die sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Als gemeinsamer Nenner der Sendung des Reality TV bleibt vor allem die Grenzübertretung. Das Reality TV hat vermeintlich Unvereinbares verbunden und klassische Angebotsformen und Produktionsbereiche des Fernsehens neu gemischt. Es handelt sich um Infotainment, Edutainment, Polytainment, eine Mischung aus Unterhaltung und Information, ein Zusammenrühren von Privatem und Öffentlichem, von Fakt und Fiktion, von Erfundenem und Dokumentarischem, von Geschauspielertem und Authentischem, von Gewöhnlichem und Ungewöhnlichem und so weiter. Betrachtet man die rasante Entwicklungsdynamik des Reality-TV wie den schieren Umfang der hier zu zählenden Angebote, wird deutlich, dass wir es mit einer neuen Grundform der Fernsehproduktion zu tun haben. Reality-TV ist kein flüchtiges Phänomen, auch wenn es viele seiner Formate sind, sondern hat sich als dauerhafte und langlebige Angebotsform herauskristallisiert. Nun zu den sogenannten Qualitätsserien. Ganz anders als beim Reality-TV fällt die Bewertung der zeitgenössischen Dramaserien, und so möchte ich sie im Folgenden etwas neutraler bezeichnen, aus. Als American Quality TV werden diese schon im Namen geadelt. Den Begriff hat der Medienwissenschaftler Robert Thompson 1996 geprägt. Die 12 von Thompson identifizierten Merkmale von Quality TV werden in der Medien- und Kommunikationsforschung immer noch sehr gerne zitiert. Und die ersten drei will ich Ihnen sozusagen vorstellen. Das erste lautet: Quality TV is best defined by what it is not. It is not regular TV. Das zweite: Quality TV usually has a quality pedigree. Shows made by artists whose reputations were made in other classier media like film are prime candidates. Das dritte: Quality attracts an audience with blue-chip demographics. The upscale, well-educated, urban-dwelling young viewers. Kurz und knackig zusammengefasst, die Qualität der Serien liegt in ihrer gehobenen Qualität und im erlesenen Geschmack ihrer Rezipienten und manchmal auch Rezipientinnen. Die oft recht nebulöse Definition des Angebots kontrastiert merkwürdig mit der Sicherheit, mit der bestimmte Serien dazugerechnet werden. Die Sopranos, The Wire, Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones, Mad Men und so weiter. Ob etwa auch die unter Frauen besonders beliebte Serie Sex and the City, geschweige denn Desperate Housewives, dazugehören, ist hingegen äußerst umstritten. Wie beim Reality TV ist auch die Definition der zeitgenössischen Dramaserien schwierig, die ganz verschiedene Genres mischt. Auch hier bleibt als gemeinsamer Nenner eine Grenzüberschreitung. Eine bestimmte Art der Erzählung wird mit Realismus verknüpft. Die Fiktion in eine historisch stimmige Erzählung eingebunden, wie etwa bei Downton Abbey oder Mad Men, oder die drängenden Probleme in der amerikanischen Gesellschaft gezeigt, wie es für The Wire oder The Sopranos gilt. Medienkritikerinnen verweisen gerne auf literarische Vorbilder, wenn sie über die Serien sprechen. Dickens, Tolstoi, Balzac oder auch Auteurfilme. So etwa Susanne Schmiedkamp in der Basler Zeitung. Angefangen hat alles mit The Sopranos, schreibt Schmiedkamp. Nun kennen wir 24, Mad Men, Breaking Bad, Homeland und viele mehr. Sie alle verbindet, einen sehr langen Atem zu haben, in die Tiefe und Breite gehen zu können, weshalb sie oft mit Romanen epischen Ausmaßes verglichen werden. Denn die neuen Serien sind fortlaufend erzählt, ihre Geschichten enden nicht mit einer Episode und müssen eine nach der anderen rezipiert werden.
Sie sind in ihrer Erzählspanne anspruchsvoll, fordern Geduld und Aufmerksamkeit. Obwohl noch recht jung, haben Sie damit schon Fernsehgeschichte geschrieben. Sie werden begeistert rezipiert, nicht nur von TV-Junkies, sondern auch von Cinephilen. Die Serien bewegen sich auf der Schnittstelle zwischen Film, Literatur und Fernsehen und machen dem Kino Konkurrenz. Oder Josef Joffe in der Zeit: Es sind Serien mit diffizilen Handlungssträngen und ambivalenten Charakteren, mit raffinierten Schnitten und virtuoser Kameraführung, mit Tempo und Witz, ja auch mit Sozialkritik, die in Deutschland ein Muss ist, sagt Joffe. Nach solchen Lobeshymnen möchten wir mit Bennets Protagonisten zusammen bewundernd ausrufen: How appetizing a morsel, these series, new and smooth, from the production companies, these series, written by an ironic, understanding small band of men, for just a few thousand persons like us. Verbunden ist das mit einer Konstruktion des Publikums als ausgewählt, gebildet, intelligent und anspruchsvoll. Und es gibt eine Rezeptionsstudie von Sarah Kumpf, die gleich nur die sogenannten Intellis untersucht, weil sie von dem ausgeht, was sie dann auch nicht ganz überraschend findet, dass es angeblich vor allem die Intelligenzia ist, die diese Serien schaut. Erstaunlich, dass sie dann so vermarktet werden, aber gut. Entsprechend taucht in Bezug auf die unterhaltenen Langzeitserien der Begriff Boulevard fast nicht auf. Ihr Aufkommen wird nicht als Teil der Boulevardisierung der Medien verstanden. Wenn wir aber mit meiner Kollegin Margit Lünenburg Boulevardisierung als den Wandel von Medieninhalten, Formaten und Präsentationsformen im Zuge verstärkter Unterhaltungsorientierung verstehen, dann gehören natürlich diese zeitgenössischen Dramaserien dazu. Dass beide Reality-TV und Dramaserien sich als Mischformen zeigen, die zwischen Fakt und Fiktion changieren und Realität inszenieren, deutet darauf hin, dass es kein Zufall ist, dass sie heute das Gespräch über Fernsehen dominieren. Beide Angebotsformen sind gleichermaßen als Antworten auf den Wandel von Medien und Gesellschaft zu verstehen. Das kann ich hier aus Zeitgründen nur andeuten, aber leider nicht weiter ausführen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion noch dazu. Gleichermaßen geben Reality-TV und Fernsehserien Antworten auf die Privatisierung von Medien und Journalismus, auf die damit einhergehenden Probleme für öffentlich-rechtliches Fernsehen, auf die Bedrohung der klassischen Massenmedien durch digitale Medien, schließlich auch auf die Neoliberalisierung, Individualisierung, Globalisierung und Ökonomisierung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. Die Antworten, die RTV und Dramaserien geben, sind unterschiedlich, weil Reality-TV meist, längst nicht immer, aber meist auf preiswerte Produktionen unter Einbeziehung von Alltagsmenschen setzt, auf neue Finanzierungsmöglichkeiten durch Marketing und die Erträge aus Votings. Die Fernsehserien hingegen sind aufwendig produziert und setzen auf eine weltweite Vermarktung durch Bezahlsender, Streamingangebote und DVD-Verkäufe. Dass diese Differenz aber die überwiegenden Qualitätsurteile der Medienkritik schon rechtfertigt, dahinter möchte ich ein deutliches Fragezeichen setzen. Qualitätsurteile, die vor allem zur Distinktion einer gesellschaftlichen Elite und zur Abwertung anderer Sozialgruppen dienen, und das gilt für die pauschale Verurteilung des Reality-TV und das pauschale Lob für die zeitgenössischen Dramaserien, sind heute so fragwürdig wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Was aber ist die Konsequenz daraus? Müssen wir auf jedwede Kritik an Programmangeboten verzichten? Das wäre meiner Ansicht nach absolut der falsche Schluss. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, eine Form der Kritik zu entwickeln, die Qualität nicht zugleich an den Geschmack einer Bildungselite bindet. Anders ausgedrückt, Qualität ist keine Frage des Geschmacks, sondern eine Frage der gesellschaftlichen Wirkungen und Rückwirkungen von Medienproduktionen. Damit komme ich zum Mann. Teil zu den Kriterien feministischer Medienkritik. Die Frage nach der Konstruktion des Geschlechterverhältnisses in den verschiedenen Angeboten von Reality-TV und zeitgenössischen Dramaserien, die Art, wie sie jeweils Fragen von Gleichberechtigung und Emanzipation thematisieren, dient mir in meinem letzten Teil nun als Lackmustest, um die Urteile der Medienkritik zu differenzieren und auch gegen den Strich zu bürsten.
In der feministischen Medienkritik gilt als Messlatte für Qualität der Umgang mit und das Aufbrechen von Geschlechterkonstruktionen, die zu gesellschaftlicher Exklusion und zu Diskriminierung führen. Dazu gehört unter anderem, Geschlechterstereotype zu vermeiden und aufzubrechen. Frauen, aber auch Menschen mit Identitäten jenseits der Frau-Mann-Binarität und jenseits heterosexueller Beziehungsmuster sichtbar zu machen. Frauen nicht zu trivialisieren und nicht als Objekte zu degradieren. Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt, als Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu zeigen. Einem engen Politikbegriff, der Politik immer noch nur mit institutionalisierter Politik gleichsetzt, auszuweiten, damit den Dualismus von Öffentlichkeit und Privatheit zu durchbrechen, an den Alltag und die Erfahrungen von Menschen anzuknüpfen und Geschichten zu erzählen, die die dominante gesellschaftliche Bedeutungsproduktion aufbrechen und gesellschaftliche Ungerechtigkeit offenlegen. Damit auch gegenüber Angehörigen von aus der Gesellschaft exkludierten bzw. in ihr marginalisierten Gruppen Respekt zu zeigen und Solidarität zu üben und nicht zuletzt das Publikum zu Wort kommen zu lassen, es nicht zu bevormunden, sondern als aktive Rezipienten und Rezipientinnen ernst zu nehmen. Ich möchte im Folgenden in Bezug auf zwei der oben genannten Kriterien Reality-TV und Qualitätsserien überprüfen oder etwas bescheidener, exemplarisch andeuten, wie eine solche Überprüfung aussehen könnte. Dabei stelle ich zwei Fragen in den Mittelpunkt. Erstens, wie steht es mit der Sichtbarkeit und der Sichtbarkeit von welchen Frauen? Und zweitens, welcher Rückgriff erfolgt auf Geschlechterstereotype mit welchen Resonanzen beim Publikum? Also zunächst zur Sichtbarkeit von Frauen und Männern. Heidi Klums, Germany's Next Topmodel, ist vielfach und das auch völlig zu Recht ausgesprochen kritisch rezipiert worden. Die Zurichtung des weiblichen Körpers und seine Normierung und Disziplinierung wird hier ganz offen in Szene gesetzt. Jedoch wurde mit dem Sieg von Migrantinnen in Castingshows auch eine Gruppe von Frauen sichtbar, die sonst kaum in den Medien vorkommen. Die Politikwissenschaftlerin Gabriele Dietze hat diese Sichtbarkeit von Diversität sehr positiv bewertet, auch als Möglichkeit, dass Rezipientinnen mit Migrationshintergrund sich als Teil der Gesellschaft verstehen können. Neuere Studien jedoch zeigen sich dieser Einschätzung gegenüber skeptisch, da diese Sichtbarkeit eine neue Spaltung hervorgerufen hat. Zwischen vermeintlich modernen, aufgeschlossenen Migrantinnen und den anderen, den altmodischen und unangepassten. Entsprechend ambivalent nehmen Migrantinnen selber auch die Serie wahr. Da haben wir neuere Forschung zu. Diese Auseinandersetzung ist spannend, weil das Reality-TV Alltagsmenschen in den Fokus gerückt hat, die ansonsten im traditionellen Mittelschichtfernsehen unsichtbar waren. Menschen in prekären Lebenslagen, Menschen mit einer Transgender-Identität, Menschen mit Behinderungen. Sichtbarkeit allein reicht jedoch nicht aus. Das hat Johanna Schaffer ausgeführt, eine Wiener Philosophin, die das Konzept einer anerkennenden Sichtbarkeit jenseits der Stereotypisierungen entwickelt. Anerkennende Sichtbarkeit. Wie steht es nun mit den zeitgenössischen Dramaserien? Es fällt auf, dass in vielen der als Prototypen genannten Vertreter des Genres, des Sopranos, The Wire, Mad Men und so weiter, Männer und dabei vor allem weiße Männer mittleren Alters in Hauptrollen zu sehen sind. Frauen haben in vielen Serien lediglich Nebenrollen. Dass Realismus zudem noch als exzessive Gewalt inszeniert wird, verstärkt den Eindruck, dass in den Serien häufig Welten, das mache ich jetzt in Anführungsstrichen, von Männern für Männer erschaffen werden. Davon gibt es ein paar wichtige Ausnahmen. Downton Abbey, das die Geschichte einer Gutsbesitzerfamilie mit drei Töchtern erzählt. Und dann das dort, Borgen, die dänische Serie über eine Ministerpräsidentin. Ich weiß nicht, ob jemand im Raum sie hier gesehen hat. Ja, na klar, okay. Allerdings ist in Borgen ein hauptsächlicher Erzählstrang der Konflikt zwischen familiären und beruflich-politischen Verpflichtungen der Protagonistin und damit eine Thematik, mit der männliche Helden ganz selten konfrontiert werden oder zu kämpfen haben. Insgesamt aber schneidet das hochgelobte Programmangebot in Bezug auf die Sichtbarkeit von Frauen ausgesprochen schlecht ab.
Zweites, Geschlechterstereotype. Das Reality-TV lebt von der Stereotypisierung. In vielen Sendungen des Reality-TVs finden sich entsprechend deutliche Geschlechterstereotypisierungen. Zum Teil ganz grauslich, zum Beispiel im österreichischen Erfolgsprogramm Das Geschäft mit der Liebe. Dort gehen österreichische Männer auf Brautschau im Osten, weil die österreichischen Frauen einfach zu emanzipiert sind und sich da nicht drauf einlassen. Und vorzugsweise dann werden dann auch Frauen gezeigt, die irgendwie weder Englisch noch Deutsch sprechen und insofern können sie auch keine Widerworte geben. Die Doku-Soap Transgender, mein Weg in den richtigen Körper, zeigt demgegenüber, dass Gender keine biologische Konstante ist. Interessant ist es jedoch, beim RTV die Rezeptionsseite zu betrachten. Das Amüsement meiner Studierenden beim Anschauen von Das Geschäft mit der Liebe, das Gelächter der Migrantin beim Reden über Heidi Klums Topmodel, deutet eine Differenz an zwischen den oft stereotypen Inhalten von TV-Formaten, Reality-TV-Formaten und den Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen der Rezipientinnen. Das Reality-TV adressiert in Teilen einen aktiven Zuschauer, eine aktive Zuschauerin, die das Gesehene fortschreiben und mit ihren Alltagserfahrungen verknüpfen und abgleichen. Und diese Alltagserfahrungen sind eben in der Regel nicht mehr durch traditionelle Zweigeschlechtlichkeit geprägt. Die Langzeitserien können Figuren, Sie stehen daneben, bin ich schon durch mit der Zeit? Ja. Darf ich noch 5 Minuten? Fünf nach halb habe ich angefangen. Ich hatte ja eine halbe Stunde. Wurde mir gegeben. Ich stehe auch ein bisschen früher hier. Ach so, okay, gut, dann werde ich nicht nervös. Gut. 5 Minuten bin ich auch fertig, aber die brauche ich noch. Also Langzeitserien können ihre Figuren differenzierter entwickeln. So wird das lesbische Leben einer schwarzen Polizistin in The Wire durchaus anerkennend gezeigt. Jedoch finden sich auch hier viele oft verdeckte Geschlechterstereotype. Dafür möchte ich ein Beispiel aus meinem eigenen Forschungsbereich nennen. Das hochgelobte Madison Avenue Man thematisiert das Aufkommen von Marketing und Public Relations in den USA, fokussiert dabei jedoch fast nur auf Männer und degradiert Frauen überwiegend in die Rolle von Sekretärinnen und vernachlässigten, unzufriedenen Ehefrauen. Enthusiasten der Serien würden mir nun zweifellos entgegenhalten, dass die Geschlechterverhältnisse in den 1950er und 60er Jahren nun einmal so waren und die realistische Darstellung diese Positionierung von Frauen geradezu erfordert. Das aber stimmt so nicht, wie die Behandlung einer Frau Wissenschaftlerin, mit der ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, Hertha Herzog, zeigt. Die 1910 und 2010 gestorbene, also 1910 geborene, 2010 gestorbene Herzog kam als österreichische Emigrantin aus der Radioforschung, lieferte wichtige Beiträge zur theoretischen und methodischen Fundierung der Kommunikationswissenschaft und wechselte dann in die Markt- und Motivationsforschung. Bei der internationalen agierenden Agentur McCann Erickson hatte sie hohe Leitungsfunktionen inne und wurde zu einer Pionierin der strategischen Kommunikation. Sie gründete eine der 3 Schulen der Motivationsforschung in den 50er, 60er Jahren, mit der sie sich explizit von einer rein durch Freud inspirierten Forschung abgrenzte. In der ersten Staffel von Mad Men hat Hertha Herzog einen kurzen Auftritt, da sieht man sie, sie ist auch ganz, war eine sehr elegante Frau und strahlt sehr viel auch auf den Bildern, in der sie im krassen Gegensatz zu ihrem tatsächlichen Wirken als eine völlig naive Freud-Anhängerin lächerlich gemacht wird. Eine Kritik daran habe ich in den vielen begeisterten Mad Men-Rezeptionen und auch Studien noch nicht gefunden. Meines Erachtens stellt die Trivialisierung, ja geradezu Annihilierung von Herzog und ihrer bahnbrechenden Rolle in der amerikanischen Markt- und Motivationsforschung jedoch einen gravierenden Bruch mit dem Realismus und Qualitätsversprechen der Serie dar. Noch schwerwiegender, dieser Bruch ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen praktisch nicht erkennbar, da Herzogs herausragende Rolle als Pionierin der Kommunikationsforschung und der strategischen Kommunikation eben auch nicht anerkannt ist und kaum bekannt ist. Das Lachen über die verrückte Freud-Anhängerin wird damit zum Lachen des Einverständnisses über die Lächerlichkeit einer weiblichen Führungskraft. Statt eines Fazits oder vielleicht auch ein kleines Fazit.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen die zentrale These, die ich in meinem Vortrag begründen wollte, zumindest plausibel machen, dass der Begriff der Boulevardisierung und die damit bezeichnete Medienentwicklung unter feministischer Perspektive stets ambivalent bleibt und kritisch hinterfragt werden muss. Bürstet man die Urteile der Medienkritik und oft auch der Wissenschaft gegen den feministischen Strich, dann zeigt sich, dass Sendungen des Reality-TV durchaus Chancen für die Verwirklichung emanzipatorischer Ansprüche beinhalten können. Tun sie viel zu selten, völlig klar. Und zugleich, dass viele der hochgelobten zeitgenössischen Dramaserien sich als ausgesprochen konservativ erweisen. Feminismus ermöglicht eine politische Haltung. Und genau das erscheint mir heute besonders notwendig, um die derzeitigen Medienentwicklungen beurteilen und dann auch beeinflussen zu können. Mit der Durchsetzung von Ansprüchen einer feministischen Medienkritik an die Fernsehserien verhält es sich nämlich so ähnlich wie mit den gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen der Frauen. Dass diese irgendwann selbstverständlicher auf dem Boulevard flanierten und langsam auch in die Parlamente und Universitäten einzogen, war nicht ohne einen harten Kampf und ein zähes Ringen möglich. Entsprechend bleibt das Flanieren auf dem Boulevard der Medien für Frauen bis heute ein prekäres Vergnügen. Und abschließend führe ich Sie zurück zum Anfang und zu Arnold Bennes Protagonisten. Dieser setzt seine eingangs von mir zitierten Überlegungen fort mit: If the Gazette and its sole rival ceased to appear, I do believe that my existence and many similar existences would wear a different color. Could one dine alone in Jermyn Street or Penton Street without this fine, piquant evening commentary on the gross newspapers of the morning? Now you perceive what sort of man I am. Ich glaube, wir dürfen den distinguierten Herrn ruhig allein speisen lassen. Was wir nicht dürfen, ist uns abspeisen lassen mit Medienangeboten, egal ob im Informations- oder Unterhaltungsbereich oder im Infotainment, die Frauen unsichtbar machen und alte Stereotype reproduzieren oder wieder aufleben lassen. Hans Jahnke hat einmal, also früherer Unterhaltungschef des ZDF, das werden viele wissen, aber vielleicht nicht alle, Fernsehfilmchef, hat einmal von der Möglichkeit gesprochen, in die Unterhaltung einzuschreiben, einen Moment von Fortschritt, von Befreiung, von Emanzipation. Solche Momente müssen wir suchen und für solche Momente, denke ich, lohnt sich unser Einsatz. Vielen Dank. Liebe Lissy Klaus, danke für das Gedankenfutter. Wir werden uns noch viel darüber auseinandersetzen müssen. Als Nächster kommt Hans-Jürgen Ahlt. Er ist mir seit vielen Jahren ein Begriff, denn er hat bis 2003 die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des DGB geleitet und das etwa 10 Jahre lang. Heute ist er Honorarprofessor an der Akademie der Künste in Berlin und hat gemeinsam mit Wolfgang Storz, ehemals Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, 3 Studien zum Thema Bild gemacht. Die erste heißt Drucksache Bild, eine Marke und ihre Mägde. Darin geht es um die Darstellung der Griechenland- und Eurokrise. Die zweite heißt Bild und Wulff, ziemlich beste Partner. Dabei geht es um die uns allen bekannte, aber einseitig aufgelöste Geschäftsbeziehung und um einen Anrufbeantworter als dazwischen geschaltetes Audiomedium. Die dritte, der einzige derzeit noch verfügbare Band, also gedruckt, der liegt auch hier, Missbrauchte Politik, Bild und BAMS im Bundestagswahlkampf 2013. Dieser Band liegt hier am Büchertisch aus, die anderen sind im Internet herunterzuladen. Wenn ich Hans-Jürgen Ahlt richtig verstanden habe, wird er über die Qualität und Aufmerksamkeit als Erfolgskriterien jeder Veröffentlichung sprechen. Sein Thema: Bild, The Sun, Kronenzeitung, missratene Kinder von Öffentlichkeit und Ökonomie oder warum der Kapitalismus gute Autos, aber schlechte öffentliche Informationen produziert. Hans-Jürgen Ahlt, wir freuen uns auf den Vortrag.
Ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, meine Damen und vereinzelten Herren. Ich begrüße Sie. Ich bin zu schnell, Entschuldigung. Diese Folie habe ich natürlich gebraucht, weil ich Sie gerne begrüßen möchte mit dem Geist des Hauses. Ein Jahr ohne Tom-Kalender ist ein verlorenes Jahr. 2015 ist schon gerettet. Der Tom-Kalender liegt im Taz-Café zum Verkauf. Ich versuche eine Übersicht. Übersicht kommt von Übersehen. Wir steigen in einen Hubschrauber, wir sind mit dem Hubschrauber unterwegs, nicht mit dem Fahrrad. Ich möchte 9 Landeplätze anfliegen, den Ausgangspunkt Journalismus, eine These, 4 Bausteine, die Sie untermauern sollen, 2 Zusammenfassungen und in 24 Minuten und 57 Sekunden den Schlusspunkt. Wenn ich Journalismus sage, meine ich ein Programm öffentlicher Kommunikation. Journalismus macht unabhängige, aktuelle, möglichst richtige, öffentliche Mitteilungen über Wichtiges, indem er auf Basis recherchierter und selektierter Informationen berichtet und kommentiert. Jede Mitteilung braucht Aufmerksamkeit, auch meine hier und jetzt. Für öffentliche Mitteilungen, Entschuldigung, ich muss mich mal hier noch ein bisschen einrichten erst. Für öffentliche Mitteilungen ist Aufmerksamkeit das zentrale Problem, weil sie sich an ein weitgehend unbekanntes, unabgeschlossenes, alle können kommen und gehen, wie sie wollen, anderweitig Beschäftigtes, aus freien Stücken lesendes, hörendes, zuschauendes Publikum richten. Journalismus hat dieses Aufmerksamkeitsproblem auch, aber unter den 4 Programmen öffentlicher Kommunikation am wenigsten, weil er Wichtiges mitteilt. Das ist schwierig. Meine These lautet, Boulevardisierung ist die Zurichtung des Journalismus von der Deformation bis zur Umfunktionierung für kapitalistische Zwecke. Etwas anders formuliert, Boulevardpublizismus ist die Ehe von Aufmerksamkeit und Geld auf Kosten des Journalismus. Ich liefere dafür 4 Bausteine. Mit 4 Bausteinen lässt sich kein tragfähiges Argumentationsgebäude aufbauen, schon gar nicht ein imposantes. Es wird bei einer Ruine bleiben, es wird schon deshalb bei einer Ruine bleiben, weil ich den ersten Landeplatz jetzt gleich überfliege. Aus Zeitgründen natürlich. Der zweite Landeplatz ist die Öffentlichkeit. Journalismus ist ein Programm öffentlicher Kommunikation. Welches sind die anderen Programme? Das ließe sich aus dem Kommunikationsbegriff sehr schön ableiten und erklären, wenn man dafür ein bisschen Zeit hätte. Jetzt mag es genügen, zu betonen, Kommunikation ist eine Dreifaltigkeit, keine heilige, aber eine Dreifaltigkeit aus Absendern, Mitteilungen und Adressaten. Fehlt eine Komponente, keine Kommunikation. Die Mitteilung, darauf will ich noch hinweisen, setzt sich ihrerseits aus 3 Komponenten zusammen, aus Zeichen, Medium und Thema. Ich weise deshalb darauf hin, weil alle Debatten über Medien und Massenmedien immer in der Gefahr stehen, zu verkürzen, zu eng geführt zu werden, weil sie den Kommunikationszusammenhang nicht im Blick haben.
Die Dreifaltigkeit muss immer zusammen existieren, aber die Führung kann wechseln. Es kann das eine in den Vordergrund treten, die anderen in den Hintergrund. Wenn die Absender in den Vordergrund treten, wenn es um die Interessen, Zwecke, Absichten, Intentionen der Absender geht, dann sind es strategische öffentliche Mitteilungen. Dann finden Werbung und Öffentlichkeitsarbeit statt, dann wird verführt und überzeugt, dann finden Manipulation und Legitimation statt. Treten die Adressaten in den Vordergrund, dann geht es um deren Erlebnisse, um angenehmes Erleben, um Unterhaltung. Übernimmt das Thema, die Sache, das Ereignis die Führung, dann haben wir es mit Journalismus zu tun, mit der aktuellen Benachrichtigung und Orientierung. Dann sind wir auch auf dem riesengroßen politischen Feld mit öffentlicher Meinung, Aufklärung, aber dieses Feld betreten wir jetzt nicht, sondern wir fassen diese vier Programme nochmal in den Blick und sehen, offensichtlich kann man daran Fragen nach der Abgrenzung stellen und offensichtlich ergeben sich daraus Möglichkeiten der Vermischung, des Zusammenfallens, des gemeinsamen Benutzens. Die meisten Massenmedien transportieren mehrere Programme. Jedenfalls kann jedes Medium sich aus allen diesen vier Programmen bedienen. Sogar jeder einzelne Beitrag, ein Artikel, eine Sendung im Hörfunk kann sich Stilmittel, Ausdrucksweisen aus allen vier Programmen holen. Es gibt da nur begrenzte Reinheiten. Wir haben inzwischen ein Medium, das auf dem Weg ist, Leitmedium zu werden, das sozusagen davon lebt, völlig gleichgültig zu sein gegenüber der Frage, welches der Programme gerade transportiert wird. Wir haben diese Begriffe Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Unterhaltung, aber wir haben keinen Begriff dafür. Wir wissen nicht, wie wir bezeichnen sollen, wie Veröffentlichungen, öffentliche Mitteilungen genannt werden sollen, die sich aus allen vier Programmen bedienen. Sibylle Plockstedt hat unsere drei Studien über die Bild-Zeitung erwähnt, finanziert von der Otto-Brenner-Stiftung. Hugh Le Grand ist mein Zeuge, er sitzt da hinten. Wir haben wirklich über einen ganz langen Prozess gemeinsam diskutiert, wie können wir das eigentlich nennen, was da stattfindet. Mein Vorschlag ist zu sagen, das ist Publizismus. Wo bin ich denn hier? Doch, ist auch gar nicht so schlecht. Man könnte nun die real existierenden Formate öffentlicher Kommunikation in diese Kreuztabelle Strategie, Ereignis, Erlebnis ganz schön eintragen. Wir machen das jetzt nicht, weil wir nämlich Wichtigeres zu besprechen haben. Öffentliche Mitteilungen haben es nicht nur mit dem Problem der Aufmerksamkeit zu tun, sie haben es auch mit dem Problem der Zahlungsfähigkeit zu tun. Es geht nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch um Geld. Zahlungsfähigkeit ist das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. Und wenn wir uns die vier Programme mal ganz kurz anschauen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit haben es relativ leicht, die haben Zahlen der Auftraggeber. Die Unterhaltung hat es auch nicht ganz so schwer, denn wer angenehme Erlebnisse vermittelt, hat die Chance, ein zahlendes Publikum zu finden. Hollywood weiß das. Außerdem kann man das Publikum auch noch an die Werbung weiterverkaufen. Offenkundig problematisch ist es bei dem Journalismus, das sieht man schon daran, dass er ganz viele Wege der Finanzierung geht, Werbekunden, zahlendes Publikum, Gebühren, Sponsoring, da scheint irgendwie was nicht zu stimmen. Man kann das jetzt auch fragen mit Blick auf Aufmerksamkeit.
Unter dieser Perspektive wird es für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit natürlich ganz schwer. Die kämpfen um Aufmerksamkeit. Denn wer schaut schon hin, wenn man weiß, das sagen Leute einfach was aus ihrem Interesse, die wollen was nur in ihrem Interesse. Die Unterhaltung hat es durchaus leichter, wenn sie denn den Geschmack des Publikums trifft. Und auch der Journalismus hat es nicht wirklich schwer, denn er informiert uns über Wichtiges. Wir müssen uns dieses Thema der Ökonomisierung jetzt allerdings noch ein bisschen genauer anschauen. Ich schlage vor, folgende Unterschiede zu machen. Klar ist, Zahlungsfähigkeit ist in der Moderne soziale Existenzbedingung für Organisationen wie für Personen. Wie werde ich zahlungsfähig? Wie komme ich an Einnahmen? Das kann über Bedarfswirtschaft funktionieren, also die notwendigen Ausgaben bestimmen das Bemühen um Einnahmen. Das kann auch als Verbrauchswirtschaft funktionieren. Verbrauchswirtschaft funktioniert in der Logik Geld einnehmen, um Geld auszugeben. Und es kann als Kapitalismus funktionieren. Kapitalismus funktioniert in der Logik Geld ausgeben, um mehr Geld einzunehmen. Die praktischen Konsequenzen dieser beiden unterschiedlichen Logiken sind hochdramatisch. Ich behaupte, Journalismus kann bei Lichte besehen nur verbrauchswirtschaftlich stattfinden. Die Medienorganisationen versuchen in vielen Hinsichten Mischfinanzierungen. Das können wir uns im Einzelnen jetzt nicht anschauen und überlegen, aber wir können uns kurz überlegen, was es bedeutet, wenn die Ökonomisierung tatsächlich in kapitalistischer Form stattfindet. Dann nämlich verwandeln sich Medienorganisationen, die sonst nur auf ihre Zahlungsfähigkeit achten müssen, in Wirtschaftsorganisationen, für die alles am Unterschied von Einnahmen und Ausgaben abhängt. Was publiziert wird und wie es publiziert wird, orientiert sich an diesen drei Kriterien. Niedrige Kosten, hohe Reichweite, Exklusivitätswettbewerb. Exklusivitätswettbewerb natürlich deshalb, weil die Medienorganisationen in Konkurrenz zueinander stehen. Für die Vermählung zwischen Öffentlichkeit und Kapitalismus hat Georg Frank den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie stark gemacht. Man kann auch Boulevardisierung sagen. Ich halte den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie für stärker, weil er uns zwei Perspektiven öffnet. Einerseits die Perspektive, über die wir gerade reden, nämlich die durch Geld veränderte Öffentlichkeit. Aber er zeigt uns auch die Perspektive, die durch Aufmerksamkeit veränderte Wirtschaft. Das gute alte Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage transformiert sich in der digitalen Ökonomie zu einem Verhältnis von Stars und Fans. Schöne Grüße von Apple und iPod und sonst was. Wenn Sie das interessiert, ich habe Ihnen einen Link dazu gehängt. Veröffentlichungen, die der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie folgen, nenne ich, wie angekündigt, Publizismus. Also öffentliche Mitteilungen, denen es primär auf die Reichweite ankommt und dabei egal ist, welches Programm öffentlicher Kommunikation sie nutzen. Sie nutzen natürlich auch Journalismus, weil Journalismus Wichtiges transportiert und damit Aufmerksamkeit generiert. Aber Journalismus ist nur ein Mittel zum Zweck. Publizismus zielt auf das Optimum von Aufmerksamkeit und Geld. Kostengünstige Produktion von Aufmerksamkeit. Für die kostengünstige Produktion von Aufmerksamkeit geht die vierte Gewalt schon auch mal zu Dreibeinküken Fritzi und sechs Schwein Rendi. Die anderen Beispiele klicke ich mal weg und ziehe eine Quintessenz. Bomben auf Gaddafi. Und Knut jämmerlich ertrunken, Sie erinnern sich, Berliner Zoo,
sind in der Aufmerksamkeitsökonomie zwei gleichwertige Meldungen. So waren sie, so standen sie auf Bild.de. Das ist nicht geschnitten, das ist einfach ein Screenshot. Sie sind gleichwertige Meldungen, weil sie gemessen am Kriterium Kontaktchancen, am Kriterium Geld und Aufmerksamkeit gleichermaßen erfolgsträchtig erscheinen. Aufmerksamkeit zu produzieren ist kein Geheimnis. Da finden keine Wunder statt. Das ist ein Handwerk. Dieses Handwerk orientiert sich an den Reizwerten unserer Gesellschaft. Also an Macht und Ohnmacht, an Kriminalität, an Krankheit, Gesundheit, natürlich an Sexualität, an Erfolg, Sieg und Niederlage, an Reichtum und Armut. Aufmerksamkeitsproduktion benutzt bestimmte Attraktionsmethoden. Die wichtigsten sind personalisieren, emotionalisieren, dramatisieren, moralisieren. Aufmerksamkeitsproduktion hat zwei Basiswerte. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit gewinnen will, muss ich Ihnen etwas mitteilen, für das Sie anschlussfähig sind, das Sie kennen. Es muss Ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Was ist die Bestform von Bekanntheit? Prominenz. Wenn ich Ihnen nur Bekanntes erzähle, gehen Sie. Meine Mitteilungen müssen auch etwas Neues, etwas Überraschendes beinhalten. Was ist die Bestform von Neuigkeit? Sensation. Meine Chancen, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, steigen, wenn ich nicht einfach nur Lobhudeleien von mir gebe, sondern wenn ich negativ, mindestens kritisch rede. Was ist die Negativform von Sensation? Der Skandal. Skandalisierung der Prominenz. Das ist das Optimum der Boulevardisierung, wie Sie es nennen würden, des Publizismus, wie ich es nenne. Ich komme zu zwei schwierigen Zusammenfassungen. Warum produziert der Kapitalismus gute Autos, aber schlechte Informationen? Die ökonomische Rationalität des Autos erlaubt hohe Herstellungskosten, weil es ein zahlungswilliges und zahlungsfähiges, nachfragendes Publikum nach teuren Autos gibt. Auch hohe Qualität rechnet sich. Die ökonomische Rationalität der journalistischen Mitteilung erlaubt keine hohen Herstellungskosten, weil die Nachfrage dafür nicht zu preisen und in Mengen zu kriegen ist, die Gewinn bringen. Hohe Qualität verschlechtert die Bilanz. So, wenn Sie sich jetzt bestätigt fühlen, dass die Leute an sich und die Kerle im Besonderen eben schädliche Neigungen haben und lieber dicke Autos kaufen als guten Journalismus, dann haben Ihnen Max Horkheimer und Theodor Adorno schon 1947 widersprochen. Die Verfassung des Publikums, die vorgeblich und tatsächlich das System der Kulturindustrie begünstigt, ist ein Teil des Systems, nicht dessen Entschuldigung. Warum haben Horkheimer und Adorno recht und Sie unrecht? Das ist jetzt blöd, weil ich an der entscheidenden Stelle meine Folien nicht finde. Wer waren meine Folien? Okay. Nee, nicht okay. Ich habe sie immer noch nicht. Gut, ich schaue mit Ihnen auf. Das geht, denke ich. Der entscheidende Punkt ist, Autos sind eigentumsfähige Güter.
moderne Ökonomie hängt am Eigentum. Nehmen Sie sich das Mikrofon vielleicht? Wenn ich es kann. Ja, danke. Ökonomie kann es nur geben, wo es Knappheit gibt. Und Knappheit ist kein natürliches Phänomen, sondern ein sozial konstruiertes Phänomen über Eigentum. Knappheit kann auch dann existieren, wenn in Wolfsburg auf der Autohalde alles überfließt. Für Autos ist Knappheit über Eigentum herstellbar. Auch hohe Qualität rechnet sich. Nachrichten und Orientierungen, die für alle wichtig sind, als Privateigentum, als knappes Gut zu handeln, hat einen Hauch von Absurdität. Journalismus, ein journalistisches Angebot, ist ein Kollektivgut. Der zusätzliche entscheidende Punkt, wenn ich mein Auto teile, habe ich es in der Zeit nicht, in der ich es weggebe. Wenn ich meine Informationen teile, behalte ich meine Informationen und Sie haben sie auch. Information ist ohne Verlust teilbar. Information kann es im Überfluss geben, wenn sie nicht durch eigentumsrechtliche Regelungen restringiert wird. Knappheit ist kein Phänomen, was sich bei Informationen wirklich durchsetzen kann. Das merken alle, die versuchen, Bezahlschranken zu errichten. Die zahlungswillige und zahlungsfähige Nachfrage, dort, wo Knappheit produziert werden kann, das ist die Aufmerksamkeit. Und dafür zahlt die Werbung. Was sich rechnet, ist breite Aufmerksamkeit, nicht hohe Qualität. Noch eine Zusammenfassung, die Boulevardisierung der Medien und die Verantwortung der Journalistinnen. Wie die Sitzfläche ihrer Stühle auf vier Beinen steht und davon abhängig ist, so ist die Unabhängigkeit des Journalismus von zweierlei abhängig. Erstens von der Ökonomie, darüber haben wir geredet. Zweitens ist es eine soziale Abhängigkeit, denn Journalismus findet in dieser Gesellschaft statt. Er ist voll integriert in die gesellschaftliche Kommunikation. Es ist ganz selbstverständlich, dass gesellschaftliche Akteure versuchen, Einfluss zu nehmen auf journalistische Mitteilungen, denn für sie hängt viel davon ab, was Journalisten mitteilen und was sie nicht mitteilen. Mit diesen beiden Abhängigkeiten konstruktiv umzugehen und trotz dieser beiden Abhängigkeiten unabhängige journalistische Arbeit zu leisten und zu garantieren, das ist in der Tat die Verantwortung der Journalistinnen. Aber es gibt eine dritte Abhängigkeit. Das ist die Abhängigkeit der Journalistinnen. Die Verantwortung für die eigene soziale Existenz, die Verantwortung für ihre Zahlungsfähigkeit. Wer über die Verantwortungen der Journalistinnen für die Unabhängigkeit des Journalismus redet, darf von der Abhängigkeit der Journalistinnen von ihrer eigenen Zahlungsfähigkeit nicht schweigen. Mein Schlusspunkt. Der Publizismus der Aufmerksamkeitsökonomie ist ein realer und gefährlicher Trend. Er bedroht den Beruf des Journalismus. Er verschlechtert Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten. Aber zugleich gilt, Journalismus gibt es im gegenwärtigen Deutschland, online und offline, als unabhängigen und qualitativ guten mehr als je zuvor. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Sie dürfen diesen Dank nach diesem Vortrag nicht mehr als Floskel nehmen. Danke, Hans-Jürgen Alt. Wir werden das sicher in der Diskussion noch kritisch hinterfragen. Unsere nächste Vortragende ist Eva Kohlrusch. Das wird ein Paukenschlag, soweit ich das einschätze. Ich kenne Eva seit 1985. Da sah ich sie von Weitem auf einer IG Metall Frauenkonferenz in Frankfurt, wo sie gerade den Preis der IG Metall Frauen für eine Reportage in der Brigitte ausgezeichnet wurde. Also das passt doch hier jetzt ganz gut. Vorher war sie Freie beim Spiegel, bei der Zeit, bei der Hamburger Morgenpost
und wir begegneten uns immer wieder bei Hintergrundgesprächen für die Frauenpresse. Sie nahm ihre Chance wahr, die erste Frau in der Chefredaktion der Bild zu werden und das mit einer Ausbildung in Axel Eggebrechts Nachwuchsstudio beim NDR. Nach der Wende hat der Boda sie dem Hause Springer weggekauft. Sie arbeitete in der Chefredaktion der Boulevardzeitung Super in Berlin, also nicht zu verwechseln mit Super Elo. Als das Blatt eingestellt wurde, wechselte sie zur Bunten und hat dort als freie Kolumnistin sich in Prominente eingefühlt und sie porträtiert. In den Redaktionen wurde das Kohlruschen genannt. Eva Kohlrusch war von 2006 bis 2012 Vorsitzende des Journalistinnenbundes und sie gehört auch zu den Kolleginnen, die früh gegen den 218 anschrieben und sie hat auch Texte für die Emma verfasst. Eva, ich habe viel von dir über Boulevard gelernt, wie bunt er sein kann und ich freue mich, dass du dies alles mit uns heute teilen willst. Das mit der Pauke, das wird nichts. Angst machen wir nicht. Bitte? Angst machen wir nicht. Also, mein Titel ist Gefühlsmassagen und das meine ich wörtlich. Alle Gefühle werden ständig massiert und da sitzen wir also, gefüllt mit Gefühlen. Wir hier haben die Frage gestellt, gibt es guten Boulevard? Belegt ist, dass es in der gesamten Presse gut durchdachte Kabinettstückchen gibt, die unter dem Begriff Boulevard segeln, weil sie mit leichtem Ton auf den Punkt bringen, was einen Nerv trifft. Gleichzeitig frech und bedachtsam und bei Glück auf politisch korrekte Weise aufrührerisch. Ihre Tonlage, die allgemeine, der Einzelstücke, rempelt Leserinnen und Leser nicht an, wie es in typischen Boulevardblättern geschieht. Sie sind in der Weise gut, wie es gute Unterhaltung gibt. Schon deshalb, weil sie eben als Einsprengsel, sozusagen als erholsame Einlage vorkommen, statt geballt das gesamte Medium zu besetzen. Seltsamerweise scheint sich die Frage, ob es gute Informationen und eine wirklich gute, seriöse Presse gibt, nicht mit derselben brennenden Notwendigkeit zu stellen. Es gibt nicht einmal ein Schmähwort, das für diesen Bereich ähnlich brachiale Ablehnung ausdrückt, wie es für Boulevardmedien gilt. Dabei ist auch die gesamte Machart der sogenannten seriösen Medien angreifbar. Unter anderem deswegen, weil sie sich zusehends wie Verkündungsautomaten verhalten, die Ankündigungen von Ankündigungen wiederholen, bis niemand mehr weiß, was mal geplant, was verworfen, was beschlossen oder gar durchgeführt wurde. Auch scheint es bei ihrem Publikum keinen automatischen Ablehnungsreflex gegen Hypes zu geben, bei denen einer den anderen überbieten möchte, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Auch Nachrichten werden in dem Maße choreografiert, wie der Boulevard seine Themen inszeniert. Aktuell werden zum Beispiel Terrorakte mit exzessiver Aufmerksamkeit bedient, statt die Berichterstattung um ein paar Grade zu dämpfen, damit Täter nicht noch belohnt und bestärkt werden durch weltweites Aufsehen. Ich will deswegen in meinem Vortrag herausarbeiten, dass die einseitige, pauschale Ablehnung von Boulevard bzw. Massenmedien Denkfehler enthält und auf ihre Weise ähnlich manipulativ und verfälschend ist, die Kritik nämlich, wie man es dem gesamten Boulevard und insbesondere der Bild-Zeitung vorwirft. Es ist ja ziemlich leicht, Boulevardjournalismus niederzumachen. So vordergründig wie er ist, bietet er sich als schnell erkennbar dar, verwendet populäre, verstehbare Denkmuster, ist direkt, setzt auf Emotionen, spielt mit Schockwirkung und Tabus und gibt eben dieses geradezu mutwillig zu erkennen. Jedem und jeder dürfte klar sein, in einem typischen Boulevardblatt wird kein kulturell hoher Anspruch versprochen. Im Gegenzug jedoch ist reichlich Material zu finden, das die Breite des Lebens abbildet, mit Schwerpunkten jener Bereiche, die die sogenannten seriösen Blätter eher meiden.
Trivialitäten des Alltags, individuelle Schicksale und Befindlichkeiten, Partnerschaftsfragen, Kriminales, Promi-Einfälle und Ausfälle. Obendrauf Anregungen für Konsumverhalten, Servicethemen und jede Menge personalisierter Sport in einem geradezu unheimlichen Ausmaß, wie das auch das Fernsehen begehrt. Vieles davon wird in Häppchen geliefert, ist vorgekaut, plakativ, vorwiegend auf skandalisierende Wirkung bedacht, kann aber gerade deswegen vom Konsumenten umstandslos wieder entsorgt werden, sorgt insofern für Entlastung. Manchmal sind größere Brocken ausgerichtet auf Harmonisierung und gute Laune, darunter einige von überraschend kabarettistischem Witz. Alles in allem, das Interessante hat Vorrang vor dem, was objektiv, hintergründig und umfassend zu berichten wäre. Und das gilt nicht erst seit Anti-Springer-Aktionen als minderrangig. Deswegen möchte ich fragen, sollte es denn tatsächlich verwerflich sein, wenn Boulevard ein Genre abdeckt, das von der seriöseren Medienwelt nicht wahrgenommen werden will? Klammer auf, aus ähnlicher Nichtbeachtung von Themen aus speziellen, nämlich weiblichen Lebenszusammenhängen, haben sich einmal die Frauenzeitschriften etabliert. Und sollte zweitens in Grund und Boden gerammt werden, dass Boulevardjournalisten ermitteln, wie ihr Publikum tickt, dass ihr Konzept willentlich Alltagsnähe anpeilt, dass man sich um verständliche Sprache müht und schnell erfassbar auf den Punkt bringt, was ein Ereignis, ein Gesetz, ein Trend, ein objektiv ermittelter Tatbestand subjektiv für den Einzelnen bedeutet? Sollte letztendlich das Publikum der Boulevardmedien in Bausch und Bogen für weniger intelligent, für niveaulos, sensationslüstern und verführbar abgewertet werden und mit ihnen gleichzeitig auch deren Journalisten? In einem Diskussionsforum der Zeit erklärte ein Kommentator, Zitat, Boulevard wartet auf mit Informationen, die keinen interessieren, außer unwichtigen Schluckern unter Hartz IV. Ein anderer diffamierte das Boulevardpublikum als Pöbel, der halt zufriedengestellt werden solle. Diese brachiale Art der Verdammung ist das exakte Spiegelbild dessen, was der Machart der Bild-Zeitung vorgeworfen wird. Enthalten ist der Vorwurf, die Masse, die auf so ein minder klassifiziertes Genre fliegt, zeige sich unbelehrbar, reagiere nicht auf das, was die Kritiker von Massenmedien präzise vorhalten, Doppelpunkt, was ihr da konsumiert, ist Mist, macht dumm und belegt nur, dass euer eigenes Niveau keinesfalls hoch ist. Ich halte diese Gesamtablehnung des Boulevardjournalismus, wie sie oft auftaucht, hier heute weniger. Ich halte diese Gesamtablehnung des Boulevardjournalismus für hysterisch. Es zeugt von Arroganz, wenn Kritiker des Boulevardgenres so tun, als bewegten sie selber sich ausschließlich in Bereichen hoher Kultur und Moralität. Hier die Repräsentanten des individuellen Geistes, dort die Dummheit der breiten Masse. Da kämpfen also Undumme gegen Dumme. Schon das Vokabular mancher Ablehnung nähert sich verdächtig dem, was man der verdummenden Machart des Boulevards vorhält. Sie sei dreckig, böse, nicht nur blöde, sondern niveaulos. Ungefährdet dürfen das auch jene sagen, die vorgeben, noch nie so ein Schundblatt in die Hand genommen zu haben. Es geht hier allein um den Effekt, sich elitär abzugrenzen. Tut gut. Ein einziger kritischer Satz gegen Bild und man darf sich zu den intelligenten, aufrechten, aufgeklärten zählen. Allein die hohe Zahl der Auflage eines Blattes ist manchen Beweis dafür, dass es sich hier nicht um legitime Kultur handelt, sondern um Massenkultur, die von vornherein nur minderwertig sein könne. So verfahren Kritiker ja auch gern bei Büchern. Hohe Auflage ist erst einmal suspekt, als wäre maximale Breitenwirkung unvereinbar mit kulturellem Wert. Erst recht, wenn sich das Ganze auch noch als unterhaltsam herausstellen sollte. Ein Blick zurück zeigt, dass es in jeder Epoche unterschiedliche kulturelle Niveaus gab. Auch heutige Suche nach Information bzw. Unterhaltung trennt sich in Sinnvolles und Fragwürdiges, wie Umberto Eco
hervorhob. Wenn jemand 8 Stunden am Tag vor dem Fernsehschirm sitzt, ist es egal, was er sieht. Aber auch 8 Stunden Hamlet wären besorgniserregend. Bevor ich benenne, was ich unerträglich am Boulevardgenre, wenn es in voller Breite seinen medialen Raum einnimmt und welche Gefährlichkeit ich sehe, vor der ich letztendlich kapitulierte, möchte ich meine Verteidigung dieses Genres noch deutlicher werden. Ich mag das Muster Boulevard. Ich mag es sogar sehr gern. Ich hätte zwar lieber zum ausgewiesenen Stamm der seriösen Journalistinnen gehört, aber vom Boulevard gibt es selten ein Retour in die höhere Kultur. Abgesehen davon mal, dass mir partout kein pedantisch-wissenschaftlicher Schnabel gewachsen ist und ich einfach nicht zu lernen imstande bin, akademisch zu reden. Mein Antrieb, Journalistin zu werden und auch unter mühseligen Bedingungen zu bleiben, ist die Idee, mit allem, was ich selber voller Freude wahrnehme, was ich recherchiere und verstanden zu haben glaube, umgehend meine Leserinnen zu infizieren. Soll heißen, ich destilliere aus allem, was ich meinem Kopf je aneignete, den Tonfall des Boulevards. Manchmal auch den, der poetisch oder noch halbgar, vielleicht auch naiv genannt werden sollte. Kurzum, ich halte das Muster Boulevard für etwas, das mir und einem Teil der Gesellschaft eingeboren ist. Ich halte es also für unentbehrlich. Gerade deswegen, weil es nicht cool ist, nicht distanziert, sondern meinungsstark in die Mühen und Freuden des Lebens sticht. Und weil es gelesen wird, statt zusammengerollt und am Arm durch die Stadt getragen zu werden, um dann ein schlechtes Gewissen zu haben, weil da etwas ungelesen auf dem Nachttisch einstaubt. Als Boulevardjournalistin übersetze ich Ereignisse in die Erfahrungen, die viele nachvollziehen können. Ich interpretiere, ich suche Parallelen im Privaten und ich mag, wenn Dinge besprochen werden in der Sprache, die ich, wie viele, tagtäglich benutze. Letztlich überzeugte mich auch nach Axel Eggebrecht, den ich sehr verehrte und der mich im Übrigen auch verehrte, als mögliche Begabung. Nein, sagen wir anders, als Begabung, die eine mögliche gute Zukunft vor sich hat. Er ist gestorben, ohne dass er wusste, wohin die geführt hat. Also letztlich überzeugt mich, was der amerikanische Verleger Joseph Pulitzer so umriss. Schreibe kurz und sie werden es lesen. Schreibe klar und sie werden es verstehen. Schreibe bildhaft und sie werden es im Gedächtnis behalten. Mit gewissem Übermut oder vielleicht ist es auch Hochmut, gehe ich mit diesem positiven Ansatz für Boulevardthemen davon aus, dass ich als Boulevardjournalistin mehr Aha-Erlebnisse angestoßen habe, als ich es im Terrain der als seriös und objektiv geltenden Presse vermocht hätte. Schon deshalb, weil es eher gelingt, in die Mitte der Gefühle zu zielen, als auf den Verstand treffen zu wollen. Außerdem ist ein schlüssiger, vielleicht sogar unorthodoxer Gedanke nicht das Erwartbare für ein Boulevardblatt. Er überrascht und kommt an, gerade weil er in der Mopo, in Bild oder Bunte zu finden war. Ich glaube, nach 50 Jahren auf dem Boulevard, genau genommen, ist es erst am 21. September nächstes Jahr soweit mit dem 50. Im Moment bin ich noch im 49. Jahr. Ich glaube, dass ich das 50. vollende, weil ich irgendwo wohl doch nicht vom Boulevard abgekommen bin. Ich glaube, nach 50 Jahren auf dem Boulevard, also zu wissen, wie das Boulevardprinzip idealerweise funktioniert und möchte deshalb einiges entkräften, was man seiner real existierenden Machart vorhält. Zum Beispiel dieses. Kritikpunkt 1. Boulevard verkürzt, spitzt zu, übertreibt. Gut so. Verkürzung setzt voraus, vorher lang gedacht zu haben, wie man von guten Aphorismen weiß. Außerdem, Zuspitzung rüttelt auf, bringt auf den Punkt, traut sich was. Kritikpunkt 2. Boulevardmedien verführen, betäuben, verdummen ihr Publikum, indem sie Gefühle wie Empörung, Wut, Begeisterung, Ekel, Erschütterung
anfachen. Gegenargument? Auch Emotionen sind legitim. Wer die Aufmerksamkeit aus sich ziehen will, muss aufrütteln, anstiften, Unangenehmes immer wiederholen, bis es wahrgenommen wird. Manche Themen kommen erst dann an, wenn die Menschen zum Lachen oder zum Weinen gebracht werden. Derlei zwingt nicht nur zu Debatten, sondern auch zu Widerspruchsgeist. Wir erinnern uns alle an den wunderbaren Friedrichspreis, der immer für den objektiven Journalismus und die große Distanz ausgelobt wird. Und ich erinnere mich an Hannelore Gadatsch, hat einmal eine Reportage in Afrika mitten in sterbenden, verhungernden Kindern gemacht und hat geheult vor der Kamera. Ich liebe sie dafür bis heute. Man muss aufrütteln, so habe ich eben gesagt. Kritikpunkt 3. Themenauswahl, zu viel Monströses, viel Intimität, zu viel Schwergewicht auf Katastrophen. Bemerkenswert finde ich immer, ich komme nicht so ganz damit klar, dass auch die Literatur ähnliche Schwerpunkte setzt, kennt eigentlich nur 5 Themen. Liebesgeschichten, ob traurig oder glücklich, Intrigengeschichten um Macht und Besitz, Abenteuergeschichten von Helden und Märchenprinzessinnen, dann noch ein paar Entwicklungs- und Erfolgsstorys und darüber hinaus Kriminalfälle, Katastrophen. Nichts fasziniert den Menschen so wie der Mensch in seinem Schicksal. Kritikpunkt 4, zu viel Klatsch. Was die Verletzung der Privatsphäre angeht, waren neue Mediengesetze unerlässlich. Trotzdem leisten sich auch heute noch manche Schreiberlinge kriminelle Erpressungsversuche wie: äußern Sie sich oder wir berichten, dass Sie vor dem Bankrott stehen oder wir berichten, mit wem Sie fremdgehen und so weiter. Andererseits, es muss einmal richtig gestellt werden. Viele Prominente arbeiten mit Nachdruck daran, ins Gespräch zu kommen. Nicht erst via Tweets werden die meisten Beichten freiwillig abgelegt. Sinnentleert ist das nicht. Am Beispiel Prominenter klärt sich, welche Normen heute gelten und wie wir uns selber sehen. Kritikpunkt 5. Boulevard peilt die Instinkte der Massen an, synchronisiert Meinungen, bedient den Massengeschmack. Warum nicht? Masse heißt andernorts Mehrheit und ist Grundstock der Demokratie. Und Masse ist beweglich. Jeder gehört mal dieser, mal jener Mehrheit an. Bei Bild entspricht der Durchschnitt seiner Leser dem Bevölkerungsdurchschnitt. Für seine Leserinnen gilt das Gott sei Dank nicht so. Und es galt auch vor 30 Jahren nicht, als ich in die Bild-Chefredaktion berufen wurde, um mehr Leserinnen zu gewinnen. Gelungen ist mir das nicht. Erstens, weil ich die Männer in der Chefredaktion schon ziemlich früh düpierte mit der These, Leserinnen sind nur zu gewinnen, wenn man das Blatt intelligenter macht. Aber da biss ich was gehörig in den Schwanz, je intelligenter, das habe ich nicht ausgelassen, das Wort. Je intelligenter die Frau, desto weniger Lust auf Boulevard. Kritikpunkt 6. Bild manipuliert durch Kampagnen, stößt ab, weil es seine Leser verdummt. Was das betrifft, hat Bild vorausgenommen, was moderne Medien heute massenhaft umsetzen und ist längst entthront durchs Fernsehen und durch weltumspannende elektronische Kommunikation. Jeder buhlt um Aufmerksamkeit. Man will im Übrigen ja nicht nur verstehen, sondern auch verstanden werden. Das ist ja eine seltsame Geschichte, die zusammengehört. Jeder buhlt um Aufmerksamkeit, jeder schreibt und bringt seine Meinung unters Volk, auch wenn nur die wenigsten es können. Internet, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk, ist der Einbruch der Untrainiertheit in die Kultur. Was einmal Anstrengung und Übung war, sich zu bilden, würde heute hergestellt, indem man Wissen einfach downloadet, so wie man eine Pizza bestellt. Auch wenn Bild heute stumpf geworden ist als Meinungsmacher, für den Großteil seines Publikums hat es immer noch eine positive Wirkung. Bild wird als starker Bruder empfangen, soll er auch mal bleiben, als starker Bruder empfangen, der immer sagt, wie es ist, und zwar verständlich. Der weiß fast alles, nimmt kein Blatt vor den Mund, lässt andere zittern, führt sie vor, hat also Macht, kann also helfen. Für den Fall, dass Ihnen
ich als ehemalige Bildstellvertreterin Unmut macht, lassen Sie diesen Unmut zu. Es ist gut, über Bild zu lästern, zu klären, zu schimpfen. Ich würde es nur interessanter finden, wenn man auch das, was subtiler ist, in anderen Medien auf dieselbe Weise vornimmt. Ich weiß, es ist aber nicht gut. Ich weiß aber, dass es nicht gut ankommt, wenn man sich einmal für die Bild-Zeitung entschieden hat. Nun muss ich sagen, ich mische gern mit, wo die größtmögliche Masse zu erreichen ist. Auch und gerade da, wo Veränderung beschwerlich erscheint. Da ich das Innere vieler Medien kennengelernt habe, weiß ich, dass Kurt Tucholsky recht hatte mit seinem Seufzer: Was ist immer? Keine Redaktion, in der es nicht Schwächen und skandalöse Verhaltensweisen gibt. Mit dieser Kenntnis im Rücken konnte ich es auch bei Bild 8 Jahre aushalten, hoffend, dass ich wie eine Wanderpredigerin gerade hier einbringen konnte, was ich selber für wichtig hielt. Mein Selbstermutigungsprogramm: Solange ich hier mitwirke, ist dieses Blatt wenigstens um mich besser. Warum das am Ende ein Irrtum ist, zeigt sich am Schluss meines Kommentars. Mein Credo ist immer noch: Da ich selber nach Bildung hungere und darauf mein Gehirn zu trainieren, glaube ich, dass es vor allem Leserinnen genauso ergeht. Aristoteles stellte die These auf, dass alle Menschen von Natur aus nach Erkenntnis streben. Der Mensch will wissen, verstehen, inmitten von Unübersichtlichkeit nach Orientierung suchen, eigene Schlussfolgerungen ziehen. Ich möchte hinzufügen, insbesondere die Menschin sucht nach Erkenntnis. Warum sonst war es nicht Adam, sondern Eva, die entschlossen nach der verbotenen Frucht griff? Erkenntnis und Orientierung kann der Mensch seitdem auf zweierlei Weise erreichen. Und das führt beide Mediengattungen, die Boulevardeske wie die rein informierende, zusammen. Erstens, der Mensch erlangt Erkenntnis und Orientierung, wenn er seinen Verstand in Gang setzt. Er informiert sich, fragt nach, zieht These und Antithese zu Rate, fügt Mosaiken seiner Logik und seiner Erfahrung neu zusammen und macht sich so ein Bild von dem, was er künftig oder übergangsweise für denkbar bzw. für gültig und folgerichtig halten will, bis ihn andere Informationen zu anderem überzeugen. Zweitens, er reagiert auf seine eigenen Gefühle und auf die Emotionen, die herumfliegen, manchmal auch auf Mythisches, was da noch aus alter Zeit herumfliegt. Also Emotionen, die herumfliegen oder an ihn herangetragen werden, mal gezielt, mal zufällig. Manchmal fühlt er sich nur angerempelt von fernen Schlagzeilenlettern, aber auch daraus macht er sich ein Bild, das für eine Weile trägt, seine Erkenntnis zu formen, bis andere Eindrücke seine Gefühle und sein Beurteilungsvermögen prägen. Wichtige Einblicke in Zusammenhänge erschließen sich jedoch nur und nur dann, wenn das eine zum anderen führt. Was uns über Gefühle erreicht, bedarf der Absicherung durch Fakten und Argumente, braucht Erörterung und Verweilen bei einem Thema, also Zeit. Das gilt auch umgekehrt. Sachlich vermittelte Informationen muss irgendwann auch die Gefühlsebene erreichen, um zu Empathie, zu Begeisterung, Ablehnung, letztlich zu Handlungen zu führen. Warum gilt da Emotionalisierung als verwerflicher als das Abgefülltwerden mit einem zu viel an Informationen? Im Nachrichtenbereich haben wir es täglich zu tun mit einem Dauerband von Unnötigem, von Wiederholungen, Ablenkungsthemen und einem Overkill von Nachrichten, die durch uns hindurchlaufen wie durch einen Kanal, zusammenhanglos und dafür für niemanden verwertbar. Frau Kurusch, diesen Absatz hätten Sie streichen können, Sie haben das schon alles gesagt. Hier beginnt der gefährliche Unterschied zwischen seriösen und boulevardesken Themen. Ereignisse fallen allein ins Haus. Wer sein Publikum jedoch vorwiegend über Emotionen erreichen will, muss unablässig Gefühlsmassagen betreiben. Empfindungen wollen
hervorgelockt werden. Das bedarf ständig neuer, schärferer Inszenierungen, um Abstumpfung zu überwinden. Diesen Zwang zu immer höheren Gefühlswallungen halte ich für das eigentliche Problem des Boulevards. Zwar bedarf auch die Skala der seriösen Themen etlicher Inszenierungen, um fortlaufend Neugier zu erwecken, aber wenn wir mit Informationen zugeschüttet werden, reicht Gleichgültigkeit aus, um sie über Bord zu schnippen. Hochgepeitschte Gefühle hingegen haben den Drang, sich zu entfesseln. Darum bleibt es relativ folgenlos, wenn zum x-ten Mal eine schlüssige Analyse über Dramen wie Jugendarbeitslosigkeit oder Finanzkrise angeboten wird. Man kann es überblättern. Emotional gefärbte Schlagwörter jedoch tun, was sie tun sollen. Sie schlagen übergangslos ins Gemüt. Wer Griechen arbeitsvoll nennt, drückt auf die Hasstube. Selbst eine Verballhornung wie Bankster sät Aggression. Eine Symbiose täte Not. Mehr begleitende Hintergrundthemen beim Boulevard, mehr Bereitschaft in seriösen Medien hin und wieder die Distanziertheit zu objektiv dargebotenen Themen aufzulösen und sich einzufühlen in das, was ihr Publikum dabei subjektiv wahrnimmt. Insofern ist mir wenig bang bei fortschreitender Boulevardisierung der seriösen Medien. Ich mache es noch schnell, ist mir wichtig. Solange es jedoch den Anschein hat, dass selbst die stiller gewordene Bildzeitung mehr oder weniger als Leitmedium für den Großteil sämtlicher Medienformate gilt, dürfte es eher mehr Wettkampf um Marktanteile als Symbiose geben. Sie kennen dieses Muster, Bild schreibt Böses, Leser und Beobachter scheinen sich einig zu sein, das ist niveaulos und dann wird getwittert und nachgedruckt und im eigenen Blatt kommentiert, was für eine Schmutzgeschichte Bild da präsentiert und immer noch geht es um denselben Dreck, den sie aber auf diese Weise gerne selbst veröffentlichen. Als Zitat gilt das dann eben als sauber. Ähnlich Durchschaubares geschieht, wenn Bild eher juristisch vorsichtig und beispielsweise schreibt, irgendwo zeichne sich eine schmutzige Kampagne gegen irgendwen an. Auch das greifen andere Medien auf, betonen, dass es in Bild stand und schaffen sich selbst den schönsten Plafond, über eine nicht sehr noble Affäre zu schreiben, ohne selber in die Rolle eines Schmutzfinks zu steigen. Wenn ich das dann doch alles erkenne, bleibt noch nachzufragen, warum ich bei Bild kapitulierte, obwohl ich genau dort viele Freiheiten hatte, auf meine Art Kommentare und Serien zu schreiben, in derselben Form, in der ich sie jedem Medium anbieten würde. Und dennoch, das Medium, in dem dein Text, dein Report, dein Kommentar erscheint, verändert deren Wert. Frei nach Marshall McLuhan, das Medium selbst ist die Message. Das Medium ist die Botschaft und ist Massage. Insofern war ich in der Bild immer eine andere, als ich bin. Weiter, manchmal besser. Weiter zu der Gefährlichkeit, die ich in einem Blatt wie Bild sehe. Ebenso verhängnisvoll wie die überstarke Ausrichtung auf Emotionalisierung ist der unablässig sich steigernde Druck, der sich in ein Blatt einstellt, das Markt und Meinung beherrschen will und das jeden Tag eine Meisterleistung in Schnelligkeit, Exklusivität, Überraschungsmoment, Witz und Durchschlagskraft bei Politik und Stammtischen haben will. Wer täglich auf dieses rasende Karussell steigt, findet keine Zeit mehr, sich aufzuladen. Ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, ist man berauscht, war ich berauscht, diesen Druck standzuhalten. Viel Adrenalin, viel Testosteron um mich rum. Könner schaffen es, im ersten Anflug eine zeckende Schlagzeile auszuspucken, in 20 Minuten eine Analyse liefern, warum Jelzin nicht Gorbatschow das Ende der Sowjetunion herbeiführte, als es geschah. Wow. Eine nette kleine Meldung mit Bedeutung aufzuladen, dass Helmut Schmidt eine neue alte Freundin hat. Auch gut. Öffentlich vorgelebte Inszenierungen mixen sich in unseren eigenen Köpfen mit Sehnsüchten zu etwas generell Gültigem zusammen, schreibt der Literaturwissenschaftler Peter von Matt. Das Konkrete wird symbolisch, die Story wird Philosophie. Auf dem Bildkarussell fühlt sich alles an wie machtvolle Leistung.
Aber draußen, bei Kolleginnen und weiterer Öffentlichkeit, bist du der Kotzbrocken, der angeblich seine Seele verkaufte. Dieser Spagat zwischen Größenwahn und Status unter Freunden zerreißt dich. Deswegen habe ich kapituliert. Bin allerdings guten Mutes in ein anderes Boulevardmedium übergesiedelt, wo ich es 22 Jahre aushielt. Ich denke, für fast alle Journalistinnen geht es darum, als Einzelne an ihrem Platz nicht aufzugeben, gegenzuhalten, Eigensinn zu zeigen, durch perfide kleine Störmanöver wie durch Überzeugungskraft, die deine Leserinnen mitzieht, eben doch ein paar wesentliche Zusammenhänge zu verstehen. Und sei es nur bei deinen Texten oder bei meinen. Immerhin kann ich eigene Beispiele aus Bild und Bunte zeigen, wie sich auch feministisches Denken in einem Boulevardblatt breit machen kann. Locker, unverkennbar, wirkungsvoll fürs Blatt. Mein Motto dafür ist schon ein wenig angestaubt, aber ich halte es aufrecht. Das lässt sich alles auch intelligent machen. Weniger gut wäre für feministische Themen, was Martin Luther sagte, als er ein sehr frühes Boulevardprogramm formulierte. Tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Frauen, auch Journalistinnen, müssen schon mal deshalb länger reden, weil sie immer noch viele Postulate runterreißen müssen, bevor sie ihr eigenes Wort ergreifen. Doppelten Dank also für eure Geduld. Liebe Eva, vielen Dank. Jetzt muss ich ja noch die Geschenke erstmal überreichen, was ich zwischendurch wieder mal vernachlässigt habe. Ich muss mich da immer richtig auch erinnern. Also Eva, ich fange jetzt in umgekehrter Reihenfolge an. Wir haben etwas Zeit zur Diskussion, maximal eine halbe Stunde. Wir müssen noch umbauen, nachher auch das Livestreaming. Um 18 Uhr geht es unten weiter. Das heißt, da gibt es ein anderes Setting, muss alles neu eingerichtet werden und so weiter. Das ist auch der spezielle Wunsch der Taz. Sie sagen, wir machen unsere Veranstaltung immer im Taz-Café. Nur tagsüber ging es nicht, deshalb haben wir hier den Konferenzraum. Das ist doch auch gut. Also, erstmal die Frage überhaupt, was möchtet ihr denn sagen jetzt zu diesem... ihr müsst doch jetzt überfließen. Was ist jetzt sozusagen als erstes der Wunsch, dass wir sprechen? Ja, sollen wir eine Pause machen? Das ist ja eine Möglichkeit, dass wir uns um 18 Uhr weitermachen. Im Taz-Café gibt es Essen und Trinken. Da ist sozusagen für alle, wir müssen allerdings zahlen. Ja, das ist, dafür konnten wir nicht genügend Geld akquirieren, dass wir jetzt hier alle einladen können. Insofern sehen wir, geht es mit dem Programm weiter dann um 18 Uhr. Erstmal vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und für die wunderbaren Vorträge. Danke.